Die New York Times schwärmt von ihrer engelsgleichen Stimme, die britische Zeitung The Guardian von ihrer makellosen Technik. Zuschauer behaupten, wenn sie sänge, dann würde die Zeit stillstehen. Gemeint ist die russische Sopranistin Julia Lezhneva. Sie gastiert heute in Bayreuth. Und damit ganz herzlich willkommen hier aus dem markgräflichen Opernhaus der Stadt. Mein Name ist Tobias Führenbach. Ich freue mich, Sie durch dieses Konzert begleiten zu dürfen. Anfang September, da läuft hier das Barockfestival Bayreuth Barock, das zum dritten Mal bereits über die Bühne geht unter der künstlerischen Leitung von Max Emanuel Zenzic. Und wir von BR Klassik Franken sind natürlich für Sie mit dabei. Uns erwartet ein zauberhafter Opernabend hier in diesen herrlichen, prunkvollen Gemäuern mit Musik, die entstand, als dieses Haus hier gebaut wurde vor ca. 300 Jahren. Julia Lezhneva präsentiert Opernarien von Nicola Antonio Porpora. Gebürtiger Neapolitaner, ganz beliebter Komponist damals, aber auch gefürchteter, strenger Gesangslehrer, unter anderem von Kastratenstar Farinelli. Porpora, aber ein Meister der italienischen Opera Seria. Zahlreiche affektvolle Werke hat er da hinterlassen, die aber lange Zeit vollkommen in den Archiven verstaubten. Aber genau dafür wurde so ein Festival ja auch gegründet, um unbekanntes Repertoire wieder zum Leuchten zu bringen. Max Emanuel Zenzic und sein Team haben da wundervolle Produktionen auf die Bühnen gebracht, auch in diesem Jahr. Und in die bisherigen Highlights reiht sich der Galaabend mit Julia Lezhneva ohne Bedenken ein. Mit dabei das diesjährige Residenzorchester des Festivals, das polnische Originalklangorchester OH Orchestra. OH steht für Orchestra Historyczna. Die künstlerische Leiterin ist Martina Pastuszka, die jetzt gleich die Bühne betreten wird. Und das Orchester wird sich hier noch einstimmen unter ihrer Leitung. Da kommt sie bereits. Gleich geht's hier dann auch los mit Auszügen aus den Opern Siroe und La Stratira. Diese führen uns ins Persische Reich und da geht es vor allem um komplizierte Verwicklungen rund um die Thronfolge in den Königsfamilien. Wie für damalige Libretti üblich, mit Gefühlsausbrüchen aller Art, Überraschungen, Intrigen, Verwechslungen. Kleinere und größere Dramen spielen sich hier gleich ab. Das Koloraturenfeuerwerk, das leuchtet in sämtlichen Farben, darf ich Ihnen versprechen. Kann also gleich losgehen, hier wird noch eingestimmt, dann geht's gleich los. Uns allen wünsche ich jetzt einen stimmungsvollen Einstieg in diesen Galaabend mit dem OH Orchestra und dann gleich kommt auf die Bühne die Sopranistin Julia Lezhneva. Viel Vergnügen! Thank you.
Se perdere il primo modo in cui vedi si soglie.
Wow, jetzt schon satter Applaus für Julia Lezhneva. Wenn Sie zu Hause jetzt aufgrund des ersten Teils gerade aufgewühlt sein sollten, kann ich es gut verstehen, war emotional jede Menge drin, gerade hier im markgräflichen Opernhaus Bayreuth. Julia Lezhneva und das OH Orchester präsentieren Opernauszüge von Nicola Antonio Porpora hier beim Festival Bayreuth Barock und wir von BR Klassik sind mit dabei. Hier wird gerade auf der Bühne nachgestimmt. Ich erzähle Ihnen einfach noch ein bisschen was zur Solistin. Die Sopranistin Julia Lezhneva löste bereits in den vergangenen Jahren Beifallsstürme in Bayreuth aus. Leicht und locker, souverän und kraftvoll, engelszart, butterweich, ganz schön fand ich auch parfümiert. Das nur ein paar der Attribute, mit denen die Kritik ihren Gesang, ihre Stimme und ihre Auftritte regelmäßig feiert. All das zeigt sie jetzt auch gleich in den beiden nächsten Arien aus den Opern Si Face und Il Trionfo di Camilla. Da geht es um die wahre Liebe und um die Stärke, die man angesichts von Hoffnungslosigkeit zeigen sollte. Davor gibt es dann noch eine kleine instrumentale Einleitung mit dem OH Orchestra unter der Leitung von Martina Pastuschka. Bühne frei.
Jetzt muss ich ihn erstmal hinstellen. Soll ich? Was für ein mitreißender erster Konzertteil. Beifall hier im markgräflichen Opernhaus Bayreuth. Sie hören es auf der Bühne. Sopranistin Julia Leżneva und das polnische, auf den Originalklang spezialisierte OH Orchestra unter der Leitung von Martina Pastuszka. Alle in Galaform hier bei ihrem Galaabend mit Opernauszügen von Nicola Antonio Porpora. Wir von BR Classic sind für Sie vor Ort. Damit ging der erste Teil des Konzerts zu Ende. Uns erwartet nun eine Pause von circa 30 Minuten.